Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für unser MTG. Wir sehen heute eine kleine Introduktion, so wie ich kann eine visuelle Repräsentation machen und sich vom Algorithmus, den an einer Methode stattfindet und dann da weiß, wie eine Methode funktioniert. Prinzipiell, ja, das ist einfach. Ich schreibe einen Code am Java, aber in der Praxis, das ist nur der zweite oder dritte Schritt. Wir schaffen auf sich mit sogenannten Modellen, einer von denen ist ein Struktogramm. NSD. Ja, für Nassi Schneidermann, NS, ne? Ja. Mhm. Die braucht als normalen Ansehenskur nicht mehr zu wissen, wie das liest, nicht schreiben. Ja. Die Stufe stehen dann die heute in die verschiedenen Blick, Methodbeschreibung, sequenziell, die Befehle an der Nähe kommen, normal, wir haben normalen Java-Programm. Da sind da aber die drei bisschen spezielle Sachen. Wir printen nicht etwas, einfach mal ein Wort écrire, auf Französisch. De lire, gesehen wir nicht, wir meine kein Klavier lesen, leider. Und dann die wichtigsten am Anfang für euch aus den Heiten, die Affektation. Java ist Gleichzeichen, am Struktogramm mit einem Pfeil. Und du gesagt, den, da sind wir von rechts nach links, und hier ist der Pfeil visuell, dass auch die Expression geht an die Variable gespeichert. Und dass der Pfeil wirklich das wichtigste Pfeil. Wir sind dann nur für mich komplizierte Strukturen, einer so Blick. Und das möchte aber nur die Komprehension von meinem Algorithmus viel, viel mehr einfach wie Java Code. Ja, und das auch universell auch für einer Programmiersprache zu gebrauchen. Voilà. Okay, das wäre doch schon für eine kleine Lektion.